Und weil es ein spannendes und gerade so aktuelles Thema ist, versuchen wir gemeinsam darüber zu diskutieren. Aber lieber Martin, erstmal dein Impulsvortrag. Ja, das mache ich gerne. Wenn ich so das Hauptziel beschreiben sollte, was ich erreichen möchte, ist, dann will ich Ihnen sehr gerne klar machen, wie da der Zusammenhang ist zwischen einerseits den Förderpaketen, die es da gibt im Neubaubereich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Zertifizierungssystemen wie der zum Beispiel DGNB. Es gibt dann darüber hinaus aber noch weitere Zertifizierungssysteme. Wie hängt das zusammen? Was wird aktuell überhaupt gefördert? Welchen Aufwand muss ich betreiben? Was muss ich da tun? Wann muss ich was tun? Was passiert vielleicht, wenn ich am Ende keine Zertifizierung bekomme? Das sind so Themen, die auftauchen. Und um das so ein bisschen in eine logische Reihenfolge zu bringen, fängt es halt an, wie auch die Anfragen von interessierten Bauherren, Planern, und so weiter, fängt an mit den Förderpaketen der KfW für Neubauten. Das Ganze nicht nur für Wohngebäude, aber eben auch für Wohngebäude und für einen Teil der Nicht-Wohngebäude, wie wir dann sehen werden. Und das geht dann relativ schnell über zu so einem zweiten Teil, diesem Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude, wo es oder das bildet letzten Endes so eine Art Verknüpfungsstelle hin zu den Zertifizierungssystemen. Und an der Stelle gibt es viel Unklarheit, wie denn sowas wie DGNB und Förderprogramme des Bundes, KfW Bank, zusammenhängen an der Stelle. Also QNG-System, ganz kurz erläutert dann und dann ein ganz kurzer Blick rein in die Zertifizierungssysteme. Und an der Stelle vermute ich hoffe es auch, entsteht eine Reaktion bei Ihnen. Aber da will ich jetzt nicht die Pointe vorwegnehmen, sondern da arbeiten wir uns drauf hin. Also das so die Kette, was wir Ihnen ganz kurz vorstellen wollen. Für den einen, die andere mag das bekanntes Wissen sein. Insofern nimmt sich jeder bitte das mit, was für ihn oder für sie neu ist. Und insofern fragen Sie gerne rein oder sammeln Sie die Fragen und dann diskutieren wir am Ende darüber. Das ist mir persönlich egal. Gut, dann fangen wir an, starten wir. Lars, ich würde es dann doch hier moderatorenmäßig machen mit den Folien, wenn das okay ist für dich. Und wir steigen jetzt mal ein in die Förderprogramme der KfW. Ja, vielen Dank. Die Förderpakete der KfW oder der KfW und des BAFAs begleiten uns ja jetzt schon eine gewisse Zeit. Und seit dem 01.01.2021 hat sich das ja in dem BEG EM und BEG WG letztendlich finalisiert. Und die Bestandsförderung, was im Grunde genommen auch die größte Fördermasse ausnimmt, wird heute nicht thematisiert, sondern wir werden uns vor allen Dingen mit dem Neubau beschäftigen. Der Neubau hat uns dieses Jahr doch viel Bewegung mitgebracht und hohe Dynamisierungseffekte. Das eine war der 24.01., wo wir das erste Mal den abrupten Stopp der Neubauförderung erlebt haben, dann eine Phase der Erholung. Und dann den 21.04. mit etwa 3 Stunden Förderung. Und seit dem 21., also dem 20.04. dann der Stopp und der 21.04. hat uns dann die Nachhaltigkeitszertifizierung, die lange angekündigt worden ist, dann uns dann aber auch in der Schärfe, wie sie jetzt vorzufinden ist, ereilt. Nächste Folie. Das heißt, wir werden uns in der Neubauförderung wiederfinden. Bis zum 20.04. waren die bekannten Förderungen und in der Verschärfung des Effizienzhauses 40 wiederzufinden. Hier haben wir eine Ausschöpfung der Fördermittel am 20.04. in einem kleinen Slot von wenigen Stunden noch aufrechterhalten können und ab dem 21.04. dann die NH-Klassifizierung. Und das war für viele erstmal etwas, womit man sich anfreunden durfte. Für manche Planer, die schon früh in den interdisziplinären frühen Planungsprozess agiert haben, nichts Neues, aber wir bekommen so langsam die Nachhaltigkeit mit integriert in den Planungsprozess.
und jetzt immer dann, wenn man Förderung abrufen möchte, auch die Notwendigkeit, die NH-Klassen entsprechend zu zertifizieren. Der große Vorteil, der dadurch entstanden ist, ist, dass der ganze Zertifizierungsprozess mit in die Fachbaubegleitung integriert und zusätzlich gefördert wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Fachbaubegleitung Effizienzplanung, die bleibt nach wie vor bestehen, und auf der anderen Seite bekommen wir die gleiche Förderung für den Zertifizierungsprozess auch nochmal mit 50% verortet. Es gibt keine Zuschussvariante mehr, es gibt nur noch eine reine Kreditvariante, und da gibt es einen Kredittilgungszuschuss von 12,5%. Wenn wir uns perspektivisch aber mit der Thematik auseinandersetzen, dann hat Robert Habeck schon angekündigt, dass wir ab dem 01.01.2023 uns mit dem klimafreundlichen Bauen auseinandersetzen dürfen. Und hier wird der Schwerpunkt insbesondere im Neubau auf die Nachhaltigkeitszertifizierung gelegt. Das heißt, all das, was wir jetzt mitnehmen und im BEG-WG befriedigen dürfen, werden wir 1:1 übernehmen in das klimafreundliche Bauen. Wie die Anforderungen dann ab 01.01. lauten, das wird uns vermutlich das Sommerpaket, was im Sommer dann auch kommen mag, uns vielleicht etwas näher bringen. Wichtig zu wissen, dass das, was wir jetzt aufnehmen, dass das auch weiter fortgeführt wird und letztendlich den Rahmen bildet über die Bundesförderung. Nächste Folie. Wir kriegen immer dann eine Förderung, wenn wir ein effizientes Gebäude bauen oder kaufen, aber immer mit dem Attribut der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben als Mindestanforderung, wenn man das aus energetischer Perspektive aufwerfen würde wollen, das Effizienzhaus 40 und dann den nächsten Zusatz der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir betrachten jetzt die Gebäude im Neubau bereits in der Planungsphase aus den Nachhaltigkeitsaspekten. Plus Fachplan, Effizienzhaus. Effizienzhaus 40 braucht letztendlich auch aus der Bilanzierungssystematik einen Fachplaner. Und es kommt zusätzlich noch der ganze Weg der Nachhaltigkeit mit dazu. Nächste Folie. Die Fördervoraussetzung dafür, dass wir eine Förderung erhalten, bildet immer die NH-Klasse. Und das muss auch im Nachweisverfahren erfolgen. Und hier hat der Fördermittelgeber die Vergabe des gebäudebezogenen QNG, das heißt das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, formuliert. Auch das begleitet uns schon längere Zeit, seit dem 01.01.2021. Wir haben auch etwa 15.000 Abrufe gehabt. Aber dadurch, dass wir jetzt ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir überhaupt nur noch eine Förderung bekommen, kriegen wir wesentlich mehr Akteure auf dem Markt, aber nicht bei mehr Auditoren. Und das führt zu einer Verengung und zu einer gewissen Hektik, die derzeitig im Planerstand vorherrschend ist. Nächste Folie. Dieses QNG-Siegel, dort gibt es ein Handbuch, welches man zum einen sich aneignen darf. Es hat zum einen die Anforderungen an den Zertifizierer formuliert. Es zeigt aber auch, welche Anforderungen wir erfüllen dürfen für die Bundesförderung. Nächste Folie. Welche Schritte müssen wir befolgen, wenn wir jetzt einen Antrag stellen und die Förderung abrufen wollen für unsere Gebäude? Wie immer beim BEG, zuerst die Beantragung und die Anmeldung der Förderung. Das ist bei der KfW verortet und adressiert. Damit ist es die BZA, Bestätigung zum Antrag. Immer, und das ist BEG allgemein, vor Unterzeichnung der Liefer- und Leistungsverträge. Beantragung der NH-Klasse bei der KfW. Das bedeutet, wenn man in die FAQs der BEG hineingeht, das wäre die FAQ 12.1 und 12.2, dass bereits bei der Beantragung des geförderten Gebäudes der Nachweis vorliegen muss, dass das Gebäude beim Zertifizierer beantragt worden ist. Dann gehen wir in die Bauphase über und in die Zertifizierungsphase. Und hier, gerade bei den versierten Auditoren, merkt man, dass man bereits in der frühen Planungsphase interdisziplinär mit allen Fachplanungsbereichen zusammenarbeiten muss, damit man diesen Prozess starten kann. Deswegen sollte man sich, bevor man den Antrag stellt,
auch die Fragen stellen, welche Verfügbarkeit eines QNG-Siegelvariante ist denn für die geplante Nutzung vorhanden? Eine Zertifizierbarkeit für das Gebäude? Haben wir vielleicht eine Mischnutzung? Kriegen wir es überhaupt zertifiziert und mit welchen Aufwendungen dürfen wir rechnen? Die Mindestanforderungen für die Gebäudezertifizierung und QNG, sind diese überhaupt erfüllbar? Welche Unterlagen sind zur Antragstellung vorzulegen? Welche Unterlagen sind zum Verwendungsnachweis vorzulegen? Und wer übernimmt welche Leistungen für die Nachweisherstellung? Das muss nicht im klassischen Sinne, wie wir es beim Effizienzhaus kennen, der Energieberater sein. Das kann auch der Auditor sein und vor allen Dingen weitere Fachplanerbereiche. Also aus der Raumakustik, aus der Raummessung. Und die müssen am Anfang schon zumindest mit ihren Aufgaben vertraut werden, damit ich, wenn ich in den Bauprozess dann einsteige, auch gewährleisten kann, dass wenn das Bauprojekt abgeschlossen ist, dass alle Nachweise vorliegen. Denn ohne Nachweise kann ich später nicht die Verwendungsnachweiserklärung erstellen. Das heißt, bevor die Verwendungsnachweiserklärung dann erfolgt, muss die Verleihung der Zertifikate kommen. Und für die Verleihung der Zertifikate müssen alle Nachweise nach Anforderung des QNG-Siegels vorliegen. Erst dann, wenn alle Nachweise vorliegen, kann ich die BND, die Bestätigung nach Durchführung, erstellen und die Auszahlung der Fördermittel beantragen. Nächste Folie. Die Konditionen. Wir merken schon, es wird gleich, und das wird Martin Zervas auch nochmal im Detaillierungsgrad erhöhen, es gibt Anforderungen an das Zertifikat, an die Nachhaltigkeit. Und weil es höhere Anforderungen gibt, nicht nur auf der energetischen Seite, also Fachbauplanungsleistungen, sondern auch auf der Nachhaltigkeitsseite, werden beide Schritte mit 50% gefördert. Das Ganze ist gedeckelt auf eine maximale förderfähige Kosten. Die haben wir beim Nichtwohngebäude bei 10 Euro pro Quadratmeter bezogen auf die Nettogrundfläche, maximal jedoch 40.000 Euro. Und somit kriegen wir generierten Zuschuss von 20.000 Euro in der Maximalbetrachtung. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern maximal 10.000 Euro, bedeutet 5.000 Euro Förderzuschuss. Und bei Mehrfamilienhaus 4.000 Euro je Wohneinheit, 10 Wohneinheiten, maximal 40.000 Euro und somit einen Zuschuss von 20.000. Bei den NH-Klassen, wie eben bereits erwähnt, kriegen wir das Doppelte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Fachplanungsleistungen, das kann die Bilanzierung zum Effizienzhaus sein, die Antragstellung, das können aber auch die Nebendisziplinen sein, wie der Wärmebrückennachweis, Luftdichtheitswärmebrückenkonzept, Luftdichtheitskonzept, die Baubegleitung und auf der anderen Seite der komplette Zertifizierungsprozess mit den maximalen Förderhöhen. Also zwei Töpfe, die sich dort eröffnen und damit dann eine höhere Fördersumme ermöglichen. Nächste Folie. Die Konditionen aktuell im Mai 2022, die Kreditierungen sind ja gestiegen. Der Zins liegt im Moment bei 2,11%. Weil wir nicht Wohngebäude sind, haben wir auch Bonitätsabhängigkeiten und Laufzeitabhängigkeiten. Aber 2,11% effektiv steht derzeit zur Verfügung. Die Förderhöhe maximal bedeutet 150.000 Euro je Wohneinheit. Wir kriegen einen Tilgungszuschuss von 12,5%, das generiert einen maximalen Zuschuss von 18.750 Euro. Die Baubegleitung im Einfamilienhaus, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, maximal 10.000 Euro, der Tilgungszuschuss 50% und die Nachhaltigkeitszertifizierung wird nochmal mit 10.000 Euro Kreditierung mit einem Tilgungszuschuss von 50% verortet. Heißt, kumulativ, wir haben insgesamt somit maximal 170.000 Euro maximal Kreditvolumen und davon 28.750 Euro Tilgungszuschuss. Aktuell finden wir nur Kreditvarianten, also nicht eine reine Zuschussvariante. Wenn das jemand aus einer Eigenliquidität oder Ähnliches bezahlen möchte, müsste er hier auch auf die Zuschussvariante zugreifen. Ob sich das im nächsten Jahr ändert, das wissen wir derzeitig noch nicht. Das steht in der Diskussion. Nächste Folie. Welche Akteure finden wir aktuell? Wir haben den Energieberater, den Energieeffizienzexperten, der muss immer gelistet sein
bei der DENA. Den brauchen wir, damit wir den Antrag bei der KfW stellen. Parallel haben wir aber das ganze Planungsteam. Und jetzt erkennen wir auch den Mehrwert der Nachhaltigkeitszertifizierung, weil wir das Planerteam bereits in der frühen Planungsphase interdisziplinär zusammenrufen müssen, um abzurufen, ob wir überhaupt die Nachhaltigkeitszertifizierung erreichen. Das kann von der Raumakustik über die Raummessung oder die Barrierefreiheit sich mit drüber hinaus erschließen. Dann brauchen wir den Auditor. Das kann die gleiche Person wie der Energieeffizienzexperte sein, muss es aber nicht. Allein der Zeitaufwand, den wir gleich auch etwas näher gezeigt bekommen, zeigt, wir brauchen pro Bauvorhaben einfach mehr Zeitkapazitäten. Und wir brauchen die Zertifizierungsstelle. Dafür brauchen wir akkreditierte Zertifizierungsstellen vom BÜRN, DGNB, NABA, Steinbeis-Institut, unterschiedliche Zertifizierer, die alle die Anforderungen des QNG-Gütesiegels befriedigen und innehalten. Dann haben wir den Bauherrn und wir haben als nächsten Spieler noch die KfW-Bank. Denn jeder Kredit über die BEG-Förderung kann nicht über die Hausbank erfolgen, sondern immer über die KfW. Wird eingereicht über die Hausbank, aber über die KfW dann abgewickelt. Also haben wir den Energieeffizienzexperten, das Fachplanerteam, der Auditor, die Zertifizierungsstelle, die KfW als Fördermittelgeber und den Bauherrn. Und wir merken, alle haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Perspektiven auf das Gebäude, unterschiedliche Interessenslagen. Und hier müssen wir die Schnittmengen jetzt herausfinden. Und welche Schnittmengen wir wo, an welcher Stelle finden und wo Sie sich wiederfinden als Baumeister, als Kybernetiker, als Architekten in dieser Gesamtmenge, das versuchen wir heute mal gemeinsam zu eruieren und vielleicht zu diskutieren. Denn wir werden näher und enger zusammenrücken. Lassen wir Martin Servas das Wort. Vielen Dank. Ja, Lars, vielen Dank für deinen ersten Aufschlag. Also wir wissen jetzt zumindest, wo da die Schnittmenge oder wo da die Schnittstelle ist zu diesem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Und das wollen wir uns so ein bisschen oder würde ich gerne so ein bisschen nochmal ein Schlaglicht drauf werfen. Das, was man sich wirklich vor Augen halten muss, ist Folgendes. Das ist vom Internetportal selber nochmal die Aussage, wann gibt es denn sozusagen die Auszeichnung NH-Klasse? Und die gibt es dann, wenn von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle sozusagen anerkannt wird, ein Gebäudezertifikat. Also die QNG, das QNG, der Bund muss eine Zertifizierungsstelle zulassen, beziehungsweise ein Zertifizierungssystem zulassen, das Bauvorhaben zu prüfen auf Nachhaltigkeit. Und dafür sind dann die Anforderungen des QNG-Siegels erstmal im Zertifikatsystem natürlich, müssen da drin sein. Das prüft dann auch die Akkreditierungsstelle, mit der haben wir nichts zu tun. Letzten Endes bescheinigt dann DGNB oder BIRN oder wer auch immer, das sehen wir gleich, jawohl, hier handelt es sich um ein zertifiziertes Gebäude und es gibt das entsprechende Zertifikat vom Zertifizierungsgeber und darüber hinaus dann auch entsprechend das QNG-Siegel. Also es sind zwei Stellen, die da beteiligt sind. Einmal QNG, Bund, würde man sagen, über die Mindestanforderungen, die das System, das Zertifizierungssystem einhalten muss. Und dann habe ich als zweiten Akteur in dem Spiel ganz konkret das Zertifizierungssystem, mit dem ich mich dann als Planerin, als Planer, als Investor, Bauherr, wie auch immer beschäftigen muss. Und der Mensch, der das Ganze koordiniert, der dafür zugelassen und ausgebildet sein muss, ist dann der Auditor oder die Auditorin. Wenn man jetzt wissen will, ob oder welches System man verwenden kann für das konkrete Bauvorhaben, dann gibt es auf der Seite nachhaltigesbauen.de aktuell zugelassene sogenannte Siegelvarianten, also zugelassene akkreditierte Zertifizierungssysteme. Da finden wir für Wohngebäude bis einschließlich 5 Wohneinheiten 2 zugelassene Systeme, also das DGNB-System mit der entsprechenden Systemvariante und auch das BIRN-System, da will ich gleich ein bisschen reingucken in das BIRN-System.
Wohngebäude ab 6 Wohneinheiten finden wir auch 2 zugelassene Systemanbieter oder Zertifizierungsstellen, wiederum DGNB und das NAVO. Für Büro- und Verwaltungsgebäude wiederum DGNB und das bundeseigene Zertifizierungssystem, das BNB-System. Und wir finden Bildungsbauten oder Unterrichtsgebäude auch wieder 2 zugelassene Zertifizierungssysteme, DGNB und BNB. Und wir finden nicht diese Systemvarianten oder Siegelvarianten. Und das war ein Telefonat von mir letzte Woche, dass nämlich jemand ein Hotel bauen möchte und sich da fördern lassen möchte. Effizienzhaus 40, 40 plus ist dafür kein Problem, aber sie finden kein zugelassenes Siegel für diese Nutzungen hier. Das heißt, momentan, Stand heute, gibt es keine zugelassenen Siegel für Hotels, Produktionsgebäude, Laborgebäude, Handelsbauten, Logistikgebäude und so weiter mehr. Das heißt, wenn Sie ein Gebäude mit dieser Hauptnutzung errichten möchten, haben Sie momentan keinerlei Zertifizierungssystem, was vom QNG-Label her zugelassen wäre. Das heißt, Sie haben im Moment eine Lücke, oder wir haben momentan eine Lücke, was die Nutzungen angeht. Wir haben gewisse Nutzungen, die aktuell ein zugelassenes oder von QNG sich zugelassenes Zertifizierungssystem besitzen, für die man die Nachhaltigkeit im Sinne der Förderung nachweisen kann. Und für die momentan hier aufgelisteten Nutzungen gibt es das im Moment nicht. Das heißt, wenn Sie sich ein Hotel fördern lassen möchten, dann müssen wir warten, ob da irgendwann mal was kommt. Im Moment geht es nicht. Das kann man vermuten, woran das liegt, aber dafür haben wir dann gleich vielleicht Zeit. Also aktuell, wie gesagt, deswegen nochmal die Folie zurück. Wohngebäude in jeder erdenklichen Größe, Büro- und Verwaltungsgebäude und Bildungsbauten, Unterrichtsbauten. Das sind die einzigen Nutzungen, die momentan ein zugelassenes Zertifizierungssystem aufweisen. Daran merkt man auch, dass es 2 Stellen sind. Natürlich gibt es vom DGNB-System her auch für Handelsbauten zum Beispiel zugelassene oder Zertifizierungssystemvarianten, aber die sind eben nicht im QNG-System als Siegel akzeptiert und zugelassen. So, jetzt gibt es wieder, weil das diese zwei Stellen sind, es gibt einmal die allgemeinen und die speziellen Anforderungen, die konkreten Anforderungen vom Bund, nenne ich es mal. Das sind jetzt die 17 bzw. 19 allgemeinen Anforderungen aus Sicht des Bundes, was momentan Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude umfassen muss, was dann auch mindestens das Zertifizierungssystem abdecken muss, was um akkreditiert zu werden als System. Gehen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Wichtig ist nur, im Hinterkopf mal die Zahl behalten. Jetzt reden wir über Neubauten. Das heißt, wir haben 17 Kriterien, an die der Bund eine qualitative Anforderung stellt, also Bearbeitung notwendig, keine definierten Grenzwerte enthalten. Das ist dann noch im Siegel selber ein bisschen ausführlicher beschrieben. Also 17 behalten wir mal im Hinterkopf, plus im Wohngebäudebereich sogenannte besondere Anforderungen, also auch mit einem quantitativen Anforderungsniveau versehen für Treibhausgasemissionen, Primärenergie, nachhaltige Materialgewinnung, Schadstoffvermeidung und Barrierefreiheit. Das alles sind Anforderungen, also 17 plus 4 könnte man sagen, 21 jetzt für Wohngebäude, Neubauten mal betrachtet. Das sind Anforderungen an das Zertifizierungssystem, nicht an das Gebäude konkret. Das heißt, man kann sich zwar dieses Handbuch Gütesiegel nachhaltige Gebäude mal durchlesen, aber letzten Endes ist das etwas, was das Zertifizierungssystem, mit dem man dann ein konkretes Gebäude nachweisen muss, abdecken muss, mindestens abdecken muss. Um also einen Punkt zu nennen, eine besondere Anforderung im Wohnbereich ist zum Beispiel die CO2-Emission oder der Primärenergiebedarf, der jetzt eben nicht mehr den Bezug zum Referenzgebäude hat, sondern Absolutwert hat. Muss man sich jetzt alles nicht notieren. Also diese 28 Kilogramm CO2-Äquivalente für das QNG-Siegel Plus oder für das höhere Anforderungsniveau QNG-Siegel Premium wären es dann 20 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter und Jahr.
Das ist etwas, das muss im Zertifizierungssystem enthalten sein, auf das wir jetzt gleich gucken, also was dann auch konkret fürs Gebäude angewendet werden muss. Bei Nichtwohngebäuden haben wir da noch zwei Punkte mehr, also der Punkt 5 und 6, die gab es bei Wohngebäuden nicht. Das sind zum einen Naturgefahren am Standort. Da gibt es verschiedene Starkregenereignisse, Überflutung als Beispiel oder Erdbeben natürlich. Und auch der Punkt Gründach. Wie gesagt, das sind erstmal, ich reite da so drauf rum, weil das ein Missverständnis ist aus allen Gesprächen, die ich geführt habe bis jetzt. Entstehen jetzt verschiedene Missverständnisse. Das sind die Anforderungen an das Zertifizierungssystem. Also, nochmal zusammengefasst, das QNG definiert allgemeine besondere Anforderungen, der Nachweis erfolgt aber nicht quasi direkt, dass Sie einen Nachweis führen und QNG quasi das prüft, sondern über eine zugelassene Zertifizierungsstelle oder ein Zertifizierungssystem. Und für das Gebäude konkret heißt das, dass Sie nicht nur die Anforderungen erfüllen müssen, im Sinne des QNG-Siegels, sondern auch alle Anforderungen, die eventuell das Zertifizierungssystem sonst noch so mitbringt. Und das, da entsteht gleich, denke ich, Reaktionen bei Ihnen. Wenn ich Ihnen jetzt mal so einen ganz kurzen Blick reingebe oder mal darbiete in zwei Zertifizierungssysteme, vielleicht das kleinste und auch das ausführlichste. Fangen wir mal mit dem kleinsten System an, das Bewertungssystem nachhaltiger Kleinwohnhausbau, BIRN-System. Da definiert dann der Zertifizierungsgeber, also das Zertifizierungssystem, die Nachhaltigkeit in dieser Form hier. Das heißt, wenn wir das jetzt mal durchzählen, haben wir in verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen unterschiedliche Kriterien, die man überprüfen muss. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 Einzelkriterien sehe ich jetzt hier, wenn ich mich nicht verzählt habe. Auch eine Zahl, die wir mal im Hinterkopf behalten mit den Kriterien der QNG. Also kurz zusammengefasst, Sie sehen diese blauen und grünen Häkchen da rechts. Eine sehr große Überlappung des Zertifikats, des Zertifizierungssystems mit den Anforderungskatalogen der QNG oder des QNG-Siegels. Ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, weil das wäre nochmal eine ganz eigene Veranstaltung. Man findet nur zwei besondere Punkte, die mit einem Plus gekennzeichnet sind, die jetzt einen Inhalt haben, der im QNG-Siegel gar nicht drinsteckt. Das ist zum einen der Punkt Sicherheit in Form von zwei Kriterien und der Punkt dezentrale Erzeugung regenerativer Energien, wobei der auch so halb mit in anderen Punkten natürlich mit drinsteckt. Also an sich eine sehr große Überlappung, wenn man so will, zwischen den Anforderungen des Siegelgebers, QNG, mit den Kriterien des Zertifikates. Wie gesagt, das gilt, das BIRN-System, für 1 bis 5 Familienhäuser, also Wohngebäude eher kleinerer Dimensionen. Hier nochmal anders sortiert, das ist also auch wirklich und mit einem starken Bezug zum QNG-Siegel entsprechend aufgelistet. Kann man sich frei runterladen, was da im Detail hintersteckt. Bewertungsmethodik ist, dass Sie Punkte bekommen für diese Einzelkriterien. Das ist wie mit dem Schulzeugnis auch. Quasi brauchen Sie hier mindestens eine 3,0, um insgesamt zu bestehen. Also nicht 4 gewinnt, wie früher im Studium vielleicht, sondern 3 gewinnt. Also ab der Note 3 Insgesamtbewertung oder 50% Gesamterfüllungsgrad wird Ihr Gebäude zertifiziert und gilt damit auch als QNG sozusagen akzeptiert. Das heißt, Sie können auch hier, wie auf Ihrem Schulzeugnis auch, eine 5 in Sport, sagen wir mal, ausgleichen mit einer 2 in Kunst oder wie auch immer. Das heißt, insgesamt Bewertungslabel ist das, was hauptsächlich zählt. Wir haben auch gewisse Mindesterfüllungsgrade und gewisse K.O.-Kriterien, aber die würden jetzt vielleicht schon zu weit führen. Werfen wir nochmal einen Blick wieder auf diese eine besondere Anforderung, die wir eben schon mal gesehen haben. Hier rechts habe ich sie nochmal klein daneben gedruckt, also dieser CO2-Abdruck. Da hat das QNG-Siegel gesagt, für die kleinste Stufe, vielleicht mache ich es nochmal groß, für die kleinste Stufe diese 28 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr.
Und das Birnensystem hat jetzt eine eigene Bewertungsmethode und sagt, okay, für einen Bewertungspunkt von 10, den bekommst du, also diesen Mindestwert, schon bei 24,56 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr. Also die Anforderung des Zertifikats ist an der Stelle strenger. Die Mindestanforderung des Zertifikats ist an der Stelle wesentlich strenger als die des QNG-Siegels. Maßgeblich ist aber das Zertifikat für uns. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, unser Wohngebäude hat einen CO2-Abdruck von 27 Kilo CO2 pro Quadratmeter und Jahr und hält ja die Anforderungen QNG Plus ein und alles ist gut. Es geht darum, was das Zertifikat schreibt, was da drin steht. Also das ist das Maßgebliche. Und wenn wir jetzt auch wissen, wir müssen hier mindestens auf 50% Gesamterfüllungsgrad kommen, dann dürfen wir uns beim CO2-Abdruck jetzt nicht allzu viel schlechte Bewertungspunkte leisten, weil ich muss ja im Durchschnitt aller Kriterien, aller 19 Kriterien auf 50% kommen. Und wenn man das jetzt auch in dem Kriterium erfüllen wollen würde, wären das halt diese 17,84 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter im Jahr. Und dann kann ich jetzt, damit spielen klingt jetzt falsch, aber ich kann hier einen besseren CO2-Abdruck natürlich erreichen. Ich kann mich dafür dann in anderen Kriterien etwas mehr Luft verschaffen. Ich kann andersrum arbeiten und das ist genau dann die kreative Freiheit, die man dann im Planungsprozess eben ausnutzen kann. Noch ein kleiner Randaspekt zum Birnensystem. Ich habe wirklich ganz aktuell mal in der KfW-Förderstatistik 22 nachgeguckt. Mir geht es jetzt nur um eine Größenordnung. Ne? Also jetzt nicht wirklich, man findet sehr viele Zahlen in dieser Statistik. Aber wenn man das Effizienzhaus 40 sich mal rausnimmt und schaut, was Juli bis Dezember 21 beantragt und gefördert wurde, dann sind das so die Zahlen. Wie gesagt, da geht es um eine Größenordnung jetzt. Dann gibt es auch Zahlen Januar bis März 22. Das sind die hier. Da geht es jetzt nur um Kleinwohngebäude auch in dem Bereich. Und jetzt wissen wir brauchen zwingend einen Birnenauditor, eine Birnenauditorin. Wie finde ich die? Die finde ich unter anderem auch über die Homepage des Birneninstituts. Das habe ich mal gemacht. Das ist noch ein sehr überschaubarer Umfang. Aktuell sind da 23 Namen zu finden. Das heißt, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie soll ich sagen, wie voll die Mailbox ist. Es sind viele Ausbildungslehrgänge gerade ausgebucht des Birneninstituts. Also es kommen natürlich immer mehr Auditorinnen und Auditoren auch auf den Markt. Momentan könnte man sagen, selbst wenn die Zahl fünfmal so hoch wäre, wäre es noch nicht zu viel an Birnenauditorinnen oder Birnenauditoren. Das ist erstmal die Zahl, die ich so in den Raum stellen will, über die wir gleich dann auch, Sie haben ja am Anfang auch als Einleitung gesagt, vielleicht Gesprächsbedarf in politischer Richtung oder Ebene, wäre das durchaus eine Frage, die man aufwerfen könnte. Wie realistisch ist es, einen Birnenauditor zu finden für mein Wohngebäude, wenn ich so eine Unterdeckung habe an der Stelle? Schauen wir uns das DGNB-System mal an als Schlaglicht. Da haben wir eine ganz andere Maschinerie, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, weil auch das DGNB-System eine ganz andere Quelle hat, einen ganz anderen Ursprung hat. Also primäres Ziel war es nicht, Zertifikate für Fördermaßnahmen zu generieren, sondern das hehre Ziel der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen war, einen sehr umfassenden Begriff Nachhaltigkeit im Bauwesen zu definieren. Auch durchaus sehr umfangreich und sehr ins Detail gehend dann Begriffe für Nachhaltigkeit oder Aspekte der Nachhaltigkeit auch zu definieren und auch Abhängigkeiten aufzuzeigen. Was dann den Umfang der zu bewertenden Kriterien bei einem Gebäude sehr groß erscheinen lässt. Also Sie haben so Aspekte natürlich drin wie Barrierefreiheit, Sicherheit, Schallschutz, ganz klar, aber auch Aspekte wie Biodiversität am Standort oder Aspekte der Prozess- oder Planungsqualität, ja, Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe, Dokumentation für eine nachhaltige Bewirtschaftung,
Also Sie erkennen Facility Management, gerechte Planung, also Sie erkennen quasi die Objektgröße, die dahinter steckt, die für so ein System geeignet ist. Und wenn man das durchzählt, dann landet man bei über 30 Kriterien. Natürlich spiegeln sich da, oder 37 Kriterien sind es genau, natürlich findet man da auch dann die 19 plus 4 wieder, vom QNG-Label quasi dort verortet sind. Aber wir finden auch die hier rot umrandeten, jetzt nur rein von der Menge her, zahlreiche Kriterien, die zum System gehören, die Sie mitbearbeiten müssen, mitbeachten müssen, um ein zertifiziertes Gebäude am Ende zu erhalten. Und jetzt hängt es von Ihrer Blickrichtung ab, ob Sie sagen, ich möchte ein zertifiziertes, sehr umfangreich bewertetes, nachhaltiges Gebäude errichten und eine Förderung erhalten. Oder ob Sie sagen, ich möchte eigentlich eine Förderung erhalten und muss jetzt so ein großes System auf mein Projekt schmeißen. Also es gibt zwei unterschiedliche Blickwinkel auf dieses System. Aber wie gesagt, die DGNB kann nichts dafür. Das ist quasi ihr Zertifizierungssystem, was sie zur Verfügung stellt und hat akkreditieren lassen für das QNG-Label auch letzten Endes. Die Anerkennungserfüllungsquoten, die sind ähnlich wie eben auch. Also die niedrigste Bewertungsstufe für Neubauten, das ist das Silber-Label mit 50% Gesamterfüllungsgrad. Das ist ähnlich wie im Birnsystem auch. Und weil es so komplex ist, die Zusammenhänge, und jetzt dürfen Sie nicht an ein Einfamilienhaus denken, sondern denken Sie an ein mittelgroßes, großes Bürogebäude vielleicht, muss das Ganze natürlich auch relativ früh im Planungsprozess koordiniert und verortet werden mit allen daran beteiligten Fachplanungsdisziplinen, damit auch ein ganzheitliches Werk und nicht nur eine Punktesammlung nachher da rauskommt. Und an der Stelle, ich denke, dass wir da vielleicht auch gleich, hoffe, dass wir ins Gespräch einsteigen an der Stelle, ist es natürlich schwierig für laufende Projekte, die jetzt aktuell bei mir anrufen und sagen, ich will hier ein Bürogebäude bauen, ich möchte das zertifizieren lassen und ich habe gehört, da brauche ich eine NH-Klasse für, was heißt denn das, was muss ich machen? Wenn ich da natürlich in Leistungsphase 4 oder noch später erst über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren möchte und schauen möchte, was sagt das DGNB-System dazu, dann sind ganz viele Weichenstellungen einfach auch schon gefallen. Ja, dass ich vielleicht nicht mehr eine Zisterne unterbringen kann, dass ich vielleicht nicht mehr sowas wie Gründächer so ohne Umplanung vielleicht vorsehen kann und. Also insofern ist das ein ganzheitlicher Planungsansatz, der einen möglichst frühen Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit voraussetzt. Und das führt momentan in der momentanen Eile oder Hektik dazu, dass es Projekte in fortgeschritteneren Stadien gibt, wo das knirscht, wo man sehr früh vielleicht durch eine Grupp-Überprüfung überhaupt mal schauen muss, kann ich das Gebäude überhaupt zertifizieren lassen? Und Sie erinnern sich jetzt noch an die Folie von Lars Klitzke. Die Anmeldung des Projektes, die muss quasi direkt am Anfang jetzt erfolgen. Die Zertifizierung erfolgt erst nach Fertigstellung des Bauwerks, weil ich so Sachen wie Luftqualitätsmessungen nach Fertigstellung zum Beispiel erst machen kann. Und da muss man sehr früh in der Planungsphase drüber reden, ob das überhaupt noch reinpasst in einem Projekt, was vielleicht in Leistungsphase 3 oder noch weiter ist. Was die Anzahl der DGNB-Auditoren angeht, ist es zumindest rein nominell etwas besser bestellt. Da gibt es zumindest in der Liste knapp 780 zugelassene DGNB-Auditorinnen und Auditoren. Nicht alle auf der Liste sind auch aktive Auditorinnen und Auditoren. Es gibt auch viele in größeren Planungsgesellschaften oder auch auf kommunaler Ebene, die das nicht aktiv betreiben. Insofern muss man immer schauen, wie viele aktive Auditorinnen und Auditoren gibt es. Aber auf jeden Fall ist es ein besseres Verhältnis zu der typischen Projektphase oder Projektform bei Nichtwohngebäuden, Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden, die vielleicht eine Zertifizierung möchten. So weit, so schlecht. Erstmal hoffe ich, so ein bisschen einen Input geliefert zu haben mit Lars Klitzke zusammen. Wo steht so aktuell die Bundesförderung? Wo geht es vielleicht hin? Also alles, was man so kennt an Grünentwürfen,
aus dem Ministerium ist der Begriff der Nachhaltigkeit dort oft wiederzufinden und auch der CO2, die Emissionsbewertung ist dort wiederzufinden. Wo QNG-Siegel momentan steht, konnte ich Ihnen hoffentlich klar machen und vor allem, worin der Unterschied zu den akkreditierten Zertifizierungssystemen ist, dass die nämlich bei der DGNB zum Beispiel sehr viel mehr Kriterien von Ihnen verlangen, als Sie für QNG-Label bräuchten. Das liegt aber daran, dass jetzt zumindest Stand heute die KfW oder das QNG-Label nicht selber prüft, was man ja auch hätte tun können, sondern diese ganze Zertifizierung, den Prozess, den Zertifizierungsstellen eben überlässt. So, und jetzt hoffe ich, dass erstens schon ein paar Fragen beantwortet sind und danke Ihnen, das ist ja immer so ein Blick ins Unbekannte, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt nicht im Chat geguckt, ob da irgendwas kam, aber ich glaube, da wäre irgendwas aufgeploppt. Und ja, freue mich auf Ihre Rückfragen, wenn es denn welche gibt.